meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1404 hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Übrigens wird auf einer meiner Handelsrouten keine Kohle mehr gehandelt, was daran liegt, dass da noch keine mehr produziert wird. Aber das ist genau das, was wir beim letzten Mal sichergestellt haben. Wir haben für diese tolle Vulkaninsel, die uns vor zwei Folgen zerlegt wurde vom selbigen Vulkan, haben wir jetzt einen versierten Steiger installiert, der uns Kohle und Eisen en masse zur Verfügung stellt, bis der nächste Vulkanausbruch stattfindet. Ich habe nicht genügend Baumaterial. Ja, verdammt. Ich dachte, ich wäre soweit, aber ich bin noch nicht so weit. Man muss erst laufen, bevor man rennen kann. Und ich kann weder laufen noch kriechen. Ich bin wie ein Fisch auf dem Trockenen heute. Das, ja, jeder, der die letzte Folge gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Das lief nicht so ideal. Aber es muss auch mal solche Momente geben. Wir haben dafür noch ein paar andere Projekte in der Pipeline, so ist es nicht. Zum Beispiel verbessern wir unsere Versorgung mit Duftwasser. Beziehungsweise Parfüm auch genannt. 3 Rosen für 4 Duftmischereien. Und das ist jetzt schon wieder ein Viertel mehr Produktion. Muss man ja auch immer so sagen. Ein Viertel direkt mehr. Diese Insel macht nichts anderes, außer Duftwasser herstellen und zu verteilen auf 2 Inseln, wo es jeweils Gesandte gibt. Aber es kommt meistens nicht genug an bei der zweiten Insel. Die erste Insel hat nicht so das Problem. Die kommen ganz gut weg. Kaffee, muss ich sagen, bin ich sehr stolz, scheine ich wirklich stabilisiert zu haben. Die Inseln, die scheinen echt damit gut klarzukommen. Finde ich schön. Wir haben langfristig den Übernahmeplan für die Hauptinsel von Hildegard. Wir brauchen nur 82.000 Münzen. Das ist ja ein Schnäpperchen. Da kann ja nicht mehr viel schief gehen. Wir verkaufen immer gerne Dinge, um spontan eine kleine Geldspritze zu kriegen. So. Muss auch mal sein. Ihr seht, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Mir geht langsam die Geduld flöten. Es ist wirklich, dass ich von meiner eigenen Unfähigkeit inzwischen genervt bin. Also, bitte einmal vollladen. Dankeschön. Es braucht wirklich nicht viel. Nein. Was ist mit euch los? Ihr macht hier eine kleine Karambolage auf dem Wasser oder was? Immer aufpassen, ne? Bevor man irgendwo hinfährt. Immer erst gucken, bevor man lenkt. Die Insel hier hat sich zum Ziel gesetzt, dass ich hier wild herumklicke. Nee, es wird ein bisschen Bier und ein bisschen Brot produziert. Es werden ein paar Seile produziert. Es werden ein paar Schiffe eventuell produziert werden, aber dafür brauchen wir alles Eisen und das können wir erst machen, wenn wir Kohle haben. Das können wir erst machen, wenn wir genug Werkzeuge hier haben. Ihr seht, es ist eine kleine Kette der Ereignisse, mit denen wir uns hier rumschlagen müssen. Ab und zu müssen wir auch noch mal ein paar Norien wieder bewässern. Man kennt's. Wir produzieren inzwischen Brillen en masse. Also wirklich genug Brillen für alle. Hier beschwert sich niemand, dass er nicht ordentlich gucken kann. Wein ist nicht da genug. Das kann ich aber eigentlich nicht nachvollziehen, weil ich weiß, dass ich das ausgerechnet habe. Und das ist dann schon wieder eine 6 Weingüter auf alle 100%. Also da geht gar nichts schief. Auf 2 Kältereien, auf 2 Fassküfereien. Das ist alles auf 100%. Holz, ja gut. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Holz ist vielleicht problematisch, aber eigentlich auch nicht. Oh ja, ich sehe auch, warum das problematisch ist. Weil das gar nicht mit dem Konto verbunden war. Egal, passiert den Besten. Und wir brauchen selbstverständlicherweise noch... was brauchen wir noch? Eisen und so Stuff. Was sagen da so die Lagerkapazitäten? Ja gut. Daran wird es wohl liegen. Deswegen sammeln wir wahrscheinlich auch die ganzen Trauben ein. Eisen ist ein Problem.
Es wird nicht genug Eisen produziert. Excuse me. Ich wollte mal kurz gucken. Sie sind schon voll im Dienst, okay? Ja, problematisch. Sie hier auch, voll im Dienst, okay? Und wir haben ja selbstverständlich zwei. Ja, haben wir. Wahrscheinlich haben wir zu viele Kanonen, aber die sind ja auch auf 100%. Irgendwo muss es ja fehlen. Weil die laufen ja auch auf 100%. Wisst ihr, was ich meine? Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Das Einzige, was jetzt noch sein kann, ist, dass die natürlich mehr brauchen, als die Menge zur Verfügung stellen kann. Gut, also. Probleme sind da, um später gelöst zu werden. Ich baue jetzt endlich hier das, worauf ich schon die ganze Zeit warte. 1-1. Haben wir 2 gesagt, oder? So Eisengrundsatzproduktion. Nee, eine ist schon richtig. Eine Eisenschmelze ist schon richtig. Dann brauchen wir jetzt nochmal eine Eisenmine. Oh Gott, das geht ja so schnell. Das geht so schnell. Das tut ja weh. Du baust nicht ab, weil du Grundprobleme hast. Es sind nicht genug Marktkarren unterwegs. Ich baue noch eins. Huch, eine Hütte hier. Eine weitere Holzfällehütte. Gut. Das haben wir uns jetzt natürlich gemerkt. Es besteht absolut nicht die Möglichkeit, dass wir das jemals wieder vergessen. Dass wir da noch nicht fertig sind. Nein, nein, nein. Würde ich ja niemals tun. Dinge vergessen. Moschee. Ich wollte eine Moschee bauen. Die ich mir nicht leisten kann, weil Werkzeuge fehlen. Werkzeuge können wir holen. Hier bei der Insel, für die sich sowieso keiner interessiert. Wo ich immer nur ab und zu mal hinfahre, um denen irgendwas zu klauen. Ja, es ist schwierig. Ich weiß, ich habe Inseln, wo ich noch gar kein Eisen abbaue, oder? Beziehungsweise nicht vollständig das abbaue. Ja, es sind einfach noch ausgelassene Potenziale. Es gewittert, liebe Freunde. Packt die Regenschirme ein. Steigt in die Autos. Sonst macht's Bumm. Das war ja nie voll, das Eisenvorkommen. Weird. Also, ich habe eine Kohle und ein Eisen. Das reicht auch für 2. Dann baue ich mal noch eine weitere Schmelze. 2 Schmelzen. 2 Werkzeugmacher. Also habe ich jetzt noch eine Eisenschmelze übrig. Ich weiß, von der Insel hier fährt auch irgendwas weg. Nach meiner Hauptinsel, glaube ich zumindest. Irre ich mich? Nee, 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 ich glaube, ich irre mich nicht. Ich irre mich doch nicht. Ich würde mich doch niemals irren. Lederwämse. Ranzingen soll mal einladen und ausladen hier. Und zwar soll das nicht mehr die Pegasus, oder kann die Pegasus das machen? Ja, könnte sie sogar. Die hat ja 3 Lagerplätze. Goldfurt, Esporrent, holt die Löschwagen. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ach, manchmal kann ich gar nicht ausdrücken, wie viel Schmerz ich empfinde. Es ist echt nicht tragbar. So, wo wollte ich Werkzeuge hinliefern? Hier hin? Nee. Ja, ich wünschte, ich müsste das nicht immer wegklicken. Das wäre schön. Habe ich hier nicht irgendwie die Möglichkeit, Werkzeuge abzuholen? Habe ich. Es muss nur ein Schiff fahren, dann geht es auch. Ja, ich weiß, sie kommt zum Erliegen. Ich weiß das alles. Helfen tut es mir trotzdem nicht. Es ist echt krass, wie wenig Duftwasser hier produziert wird, ne? Das ist schon echt heftig.
heftig wenig. Dabei bin ich, also ist hier sonst nichts. Es ist nur das und sonst nichts. Ich versuche noch drei. Ich gebe nicht auf. Ich versuche noch drei zu bauen. Ich muss noch eine Straße bauen, ne? Das wäre schon noch wichtig. Ah, es ist nicht die für die Lied, es ist V für Vernichten. Wir sollten da einen Song draus machen. V für Vernichten bedeutet Vernichten. Okay. Es brennt lichterloh. Macht euch ein paar Marshmallows-Packungen auf. Ein bisschen Stockbrot. Auf. Stöcker stecken. Deswegen heißt es Stockbrot, weil man es auf Stöcke steckt. Wenigstens der gibt mir noch Geld. Ich wollte doch irgendwas hier hinliefern, oder? Woran hatte die liegen? Woran hatte die liegen? Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ein Schiff wird von Korsaren überfallen, wirklich? Das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Das würden die doch eigentlich nie machen, oder? Die Korsaren sind doch voll die netten Leute. 2, 2, 2, 2. Dann kann ich noch eine Kohle für das letzte Ding machen. Wenn ich dann genug Holz habe, weil wir verschiffen die ganze Kohle ja eigentlich. Eigentlich wird die ganze Kohle verschifft. Ja, also irgendwo wird doch wohl eine Feuerwehr hier stehen. Ich habe das doch nicht komplett ohne Feuerwehr. Ja, ihr seid halt genau hier, da wird ja gelöscht. Da wird ja jetzt hingeschifft. Die Löschung. Ihre Wasservorräte werden knapp. Die Wasservorräte werden schon wieder knapp. Ich wünsche, es gäbe einen automatisierten Prozess dafür. Nein, Anne, das ist nicht Factorio. Wir können hier nicht alles automatisieren. Also, dadurch, dass wir nicht wollen, dass unsere Geldquelle weiter abbrennt. Bitteschön. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Zwei Feuerwehren jetzt nicht gebraucht. Egal. Egal, das ist mein Anno-Motto. Anno Annes Anno-Motto. Ist, ach egal. Noch eins. Glaubt ihr, wir kriegen noch eins hin? Ich glaub's nicht. Inzwischen ist der Glaube in mir schwach. Doch, eins haben wir noch hinbekommen. Aber jetzt, wo sollen wir jetzt noch das letzte hinkriegen? Ohne Mosaik nirgends. Wie lange ich immer brauche, um rauszufinden, welches Element fehlt, ne? Ich muss immer 20 Mal klicken und dann gucken. Ich glaube übrigens, auf der Insel produziere ich gar kein Mosaik mehr, auf der hier. Ich habe das Quarz für irgendwas anderes benutzt, deswegen sollte ich eigentlich damit aufhören, das immer mehr zu machen. Vielleicht sollte ich mal Frieden mit dem Korsaren schließen. Was sagt ihr zu der Idee? Ich baue hier mal so eine Zimmermannshütte hin. Jetzt, wo der Platz frei ist. Das Gewitter ist vorüber. Ah, auf der unbewohnten Insel ist das Gewitter vorüber. Das ist aber schön. Sollte ich die eigentlich noch besiedeln? Ich habe noch keinen Honig, oder? Habe ich Honig? Ich glaube nicht. Wollen wir die unbesiedelte Insel mal besiedeln? Auch einfach der Vollständigkeit halber. Oh, ich bin offensichtlich hier schon bereit zum Besiedeln. Das steht da ja schon rum, das Schiff. Dann machen wir jetzt hier das nächste. Die haben einfach irgendwann aufgehört, Inseln zu besiedeln, die anderen. War dann irgendwann gut für sie.
Genau, hier fehlt das Mosaik. Was wollte ich denn jetzt? Wollte ich noch ein weiteres? Immer drei, ne? Würdet ihr den Konvent mit diesem Handelsabkommen? Nein. Ja. Jetzt mal eine neue Platte auf, Hildegard. Die Platte hängt. Ja, ist jetzt nicht auf 100. Ist jetzt nur auf 91. Wegen der kleinen Ecke da. Die kleine Ecke da ist ohne Wasser da. Ist scheiße. Strand, also ich weiß, die wollen ihren Strandurlaub weiterhin verbringen, deswegen verstehe ich, dass sie das nicht bis zum Rand bepflanzen wollen. Boltwood ist schon im Aufstand. Seit wann das? Könnt ihr euch wieder beruhigen. So schlimm ist nicht. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Da war aber jemand am Zündeln, du. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren würde ich sagen. Deswegen ist ja das Kampfschiff da dabei. Hier sind sogar zwei Kampfschiffe dabei. Wir können auch mal ein großes Kampfschiff irgendjemandem mitgeben. Den wichtigen Schiffen. Sorry, intensives Nasenjucken. Ein fairer Handel. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Es ist wieder außerhalb vom von der Feuerwehr. Ja, es ist wieder außerhalb der Feuerwehr. Ein Haus ist abgebrannt. Wow. Deswegen ist es vielleicht alleine auch schon gut, die immer so ein bisschen getrennt zu machen, diese Kreise. Dass das nie übersetzen kann. Das Feuer. Von einem Bewohnerort in den nächsten. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Der gehört da nie hin. Den habe ich nie eingeladen. Die Nase juckt immer noch. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Allergie gerade. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich habe das immer so in Schüben. So, ihr produziert jetzt selber Werkzeuge. Ich bin so stolz. Wirklich, ich bin eine stolze Inselmutter. Kann man so sagen. Die stolze Mutter einer Insel. Mit schlechten Straßen. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Das wissen wir ja. 15. Ich baue ja noch eine Noria. Ich habe wirklich gar kein Problem damit. Aber ich habe kein Holz. Hier passt, würde auch noch was hinpassen. Im Übrigen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Bauen wir da mal ein bisschen Holz ab. In der Lücke passiert ja sowieso nichts mehr. Ich weiß, dass das nicht 100% werden, aber ist doch auch egal, oder? 92 immerhin. Also, das ist doch... Da kann man sich doch nicht beschweren. Im Gegensatz zu der Dauer, die mein Computer braucht, um dieses Spiel zu speichern. Ich bin so kurz davor, nochmal Anno 1800 auszuprobieren, aber ich weiß, dass mein Rechner es nicht packt. Er packt es einfach nicht. Ich meine, ich könnte irgendwie Grafikeinstellungen runterstellen. Dann würde er es vielleicht packen. Oh, ist wirklich bald fertig. Es ist wirklich bald fertig. Ich hab's nur zum Gag gebaut. Ich brauch's nicht wirklich. Ich baue das nur aus Spaß. Holz ist wirklich... Also, ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe jetzt 6 Holzfällerhütten hier. In Zahlen, 6. War das eine Eisenschmelze oder ein Werkzeugdings? Es war ein Werkzeugdings.
Es war ein Werkzeugdings, was ich dort gelöscht habe. Jetzt ist es wieder da. Ich frage mich manchmal, ob ich wirklich was einfach übersehe. Landung, Steg, große Werft. Es fehlt an Holz. Habe ich irgendwas, was Holz verbraucht, was ich jetzt gerade nicht... Ja, ich baue Kriegsmaschinen, Kanonen. Kriegsmaschinenkanonen. Und Kanonen sind 2 Holzfällerhütten. Also ich habe jetzt eigentlich nur 4, die für mich produzieren. Der Rest produziert für die Kanonen. Wow, die Häuser sehen echt schlecht aus. Leute, wisst ihr, eure Häuser, die sehen echt schlecht aus. Hui! Die Speicherstadt. Ist sie fertig jetzt? So easy? Okay, das war echt easy. Nicht zu ungut, aber ich dachte, es kommt noch ein Bauabschnitt. Ich muss niesen. Und wenn ich darüber rede, dann muss ich es nicht mehr tun. Ein kleiner Trick. Kann ich nur empfehlen. Gegner hat sich einen ihrer Ratssitze angehabt. Scheiße, ich habe zu lange gebraucht. Verdammt. Alles ist käuflich. Selbst die ehrwürdige Ratsversammlung. Ja, aber nur wenn man wirklich gut Geld hat. Also das Projekt können wir erstmal auf Eis legen, bis wir genug finanzielle Mittel haben. Weiß nicht, wann das jemals so sein wird. Aber möglich ist es ja. Okay, offensichtlich haben wir jetzt hier einen Punkt erreicht, wo nicht mehr genug Milch vorhanden ist. Wollen wir nochmal eine Kalkulation machen? So eine ganz ausführliche Kalkulation, damit auch ja keine Unklarheiten sind. Sondern dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Habe ich schon gesagt, dass meine Nase juckt? Also wir haben hier die sehr beeindruckende Zahl von 3100. 65 Adligen. 65 Jahre, ne? Schreib ordentlich. So. Und 1995 Nomaden. Braucht 10? 10 mal. Wenn es weiter nichts ist, wow. Behilflich sein kann. 10 mal hier Dings. Braucht das. Das kriege ich hier nicht bereitgestellt. Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Euer Wirken ist wow, 1K. Aber hier produziere ich gar keine Milch, ne? Zero. Aktuell. Das lässt sich natürlich ändern. Grundsätzlich. Die ist ja sehr viel einfacher zu produzieren. Als alles andere. Ich baue krumm und schief. Es ist wirklich nicht mehr lustig. Vor allem, warum habe ich das gemacht? Es passt sowieso nicht zweimal hin. Ja, nun, Logik sucht es vergeblich. Wer hier Logik sucht, der sucht vergeblich. Es sind nur 3, aber sie sind halt sehr groß. Sehr, 3 sehr große Felder. Und ich habe hier halt schon echt ordentlich Programm gemacht. Aber das kriegen wir schon noch hin. Das wäre doch gelacht. Gelacht wäre das. Ausgelacht. Man kann dann mal nicht einer irgendwie mir immer eine Schelle geben, wenn ich es falsch mache. Ich glaube, anders wird es nichts. Das ist auch ein bisschen Hektik, ne? Ungeduld. Die Ungeduld agiert aus mir heraus. Es gibt ja Leute, die spielen Anno 1800 ohne Baukostenrückerstattung. Solche verrückten Leute soll es ja geben. Das passt sogar. Die Noria fördert kein Wasser mehr. Jetzt fördert sie es wieder.
Eins, zwei, drei. So. Vier. Das ist jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Aber weil wir es ja haben und wir nicht knauserig sind, bauen wir noch mehr. Noch mehr Ziegen. Milch wächst ja nicht auf Bäumen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Bahn. Wie wir wissen. Eins, zwei, drei. Übertreibe ich? Was sagt ihr? Nee, oder? Ist völlig angemessen. Finde ich. Gut, also ich hoffe jetzt mal, dass ich auf diesen Routen hier irgendwo Platz habe. Parfüm, Lederwämse, hier, Teppich. Da wird nur Teppich. Wow. Da wird nur Teppich gedingst. Gut, dann packen wir noch Milch mit drauf. 55. Das Schiff scheint eine höhere Lagerkapazität auf einmal zu haben. Gut. Gehen wir auf 55. Das trifft... Boah, hier sieht man das nochmal. Eine minus 2000. Das macht nicht mal... Diese Insel versorgt eigentlich nur die Insel. Und das reicht nicht mal als Ausgleich. Das stimmt nicht. Die versorgt auch noch ganz viele andere Inseln. Das stimmt so nicht. Ich überlege, ob ich erst die Insel von Wilhelm vielleicht kaufen sollte. Der ist ja ein bisschen schwächer auf der Brust. Der Typ. Goldfurt. Man muss ab und zu mal gucken. Ich habe das Gefühl. Aber jetzt habe ich ja mehr Lagerkapazität auf den Schiffen. Ach, deswegen habe ich wahrscheinlich auch keine Werkzeuge, ne? Die werden alle weggeschafft. Nach Röschenhof. Damit höre ich jetzt mal auf. Damit höre ich jetzt mal auf. Ich könnte jetzt allein eine halbe Stunde mit euch da in den Einstellungen der Routen umherdingsen. Ich habe ja gerade festgestellt, dass alle meine Routen nicht auf 55 ausgelegt sind, sondern lediglich auf 40. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Genau, mich und... Oh, Perlen? Da stimmt aber was nicht, Freunde. Da kann aber eigentlich was nicht stimmen. Also dann ist wieder das Problem, dass nicht genug da ist für die Insel. Wir hatten ja jetzt gerade ausgerechnet, 5 Perlen brauchen die, um glücklich zu sein. Die haben wahrscheinlich nur, okay, 4. Das ist das Verhältnis 1 zu 1. Und dann brauche ich 2 weitere. 2 weitere. 2 weitere, ja. Please hold the line. Das passt nicht. Das passt nicht. Habe ich nicht noch so einen zweiten Perlenriff hier? Ja, hier, ne? Den hier. Den werden wir jetzt mal öffnen hier. 1, 2. Ich gehe mal direkt auf 3. 1, 2. Nein, das reicht nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Es reicht nicht. Was fehlt? Holz. Produziert ihr hier selber Holz? Ich frage nur. Ja, grundsätzlich schon. Aber nicht sehr zahlreich. Da ist eigentlich noch viel Potenzial für weitere Holzproduktion. Habe ich mich nur nie drum gekümmert. Wie um so vieles in diesem Spielstand. Ich scheine gerade irgendwie Probleme zu haben. Irgendwelche Leute scheinen Probleme zu haben, weil ihnen irgendwelche Dinge fehlen. Und sie deswegen unglücklich sind. Zwei sogar. Doppelt, der Doppelkorsar. Wie man ihn auch liebevollerweise nennt. So eine Formation. Da benutzt er 2 Schiffe auf einmal. Ah ja. Ich habe die letzte Duftmischerei nicht gebaut, weil ich keine Holz hatte. Ich will keine doofe Hufwache. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Ich bin lieber, dass die dann nicht voll produzieren, dauerhaft, als statt dass die Rosen auflaufen und übrig bleiben. Aber es ist trotzdem krass, wie wenig einfach. Wie wenig das alles ist. Der Hafenwert im Aschgabat, ja, der schießt doch zurück. Entspann dich doch. So, jetzt haben wir noch eine weitere Insel, die wir nicht bearbeiten werden, weil wir das gar nicht kriegen, kapazitär. Allein das hier, das sollte noch eine Bierinsel werden. Nie was draus geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes, nie. Ich lass mal noch ein paar Leute hier einziehen. Das ist wirklich bares Geld. Was ich jetzt hier hinbaue, das ist eigentlich eine Geldinvestition. Nein. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. In Anno 1800 war es halt immer kacke, weil die dich in Kriege reingezogen haben. Vielleicht ist das hier gar nicht so. Kann sein, dass ich da Vorurteile habe noch. Von früher. Ich muss gar nichts, Freundchen. Ich muss gar nichts, außer hier eine weite Kohlemine hinbauen. Das muss ich. Alles für die Kohle. So. Perlenbedarf dürfte wieder gedeckt werden. Milch kommt vermehrt an. Das ist gut. Kaffee läuft noch. Wir brauchen offiziell für diese Menge an Leuten, die wir jetzt hier haben, 4 Kaffee. 4 mal Kaffee. 3 Duftwässer braucht alleine der, brauchen die da alleine hinten. Ich habe 5 insgesamt. Wow. Gibt es zufällig noch eine Wüsteninsel, die noch nicht besiedelt ist? Sucht ihr Trost? Nee. Ich suche keinen Trost. Kein Trost, kein Trostpreis. Gar nichts in der Art. Stimmt, die Insel habe ich gekauft, ne? Um hier noch mehr Kaffee zu produzieren. Es ist, glaube ich, nur... Ist das die einzige Insel, die Duftwasser bereitstellt? Es wirkt so. Gut, man kann natürlich Fruchtbarkeiten kaufen. Wir haben 4 Knete in Form von Ruhm auf unserer Bank. Wir haben ja durch den Bau dieser tollen Sultansmoschee... nicht Sultansmoschee, sondern... Ja, hier sieht man das. Meine Ernennung zum Großvezier. Massive Geschosse. Zuckerrohr oder Dings. Zollware Marzipan will ich haben. Im Übrigen. Gut. Bücher. Aschgabat. Die fahren jetzt extra da wegen Bücher rüber, ne? Die fahren ja extra wegen Büchern rüber. Das ist so nötig mit den 55. Also vom Prinzip her kann ich auch noch mehr einladen. Das ist wirklich so eine Route, die kann leer machen da hinten. Das ändert nichts. Wolfshafen. Huiuiui. Nee, falsch. Ranzingen. Definitiv genug. Definitiv genug. Das sind so eigentlich ziemlich überflüssige Routen. Das mache ich immer, weil ich keinen Bock mehr habe, dass... mit den Werkzeugen immer händisch zu machen. Wow, okay, die hat einfach voll. Kaffee voll. Scheffelberg hat Kaffee voll. Den Kaffee-Vollautomaten. Quasi. Ich gucke immer gerne, was so die aktuellen Stände sind. Weil irgendwie scheint mir das Gewürz auszugehen. Aber es ist nicht so, als ob ich noch viel hätte. Was nach Goldfurt kann. Dabei lade ich sogar einen Tranberg noch ein. Jetzt sollte ich hier mehr einladen. Oder das, genau, ich mache, warte mal. Ich mache das hier weg. Lade hier einfach 55 jeweils auf. Hier übrigens auch. Das muss ich jetzt wirklich alles händisch anpassen. 55, 55, 55. Perfekt. Hier. Dann 1, 2, 3, 4. Dann fehlt noch eins. Dann fehlt noch eins. So, jetzt. Effizienz hoch.
Das passt doch. Tranberg könnte ich auch. Das könnte wirklich meine zweite Dingsinsel werden, wo ich wirklich alles anbaue einfach. Datteln und so haben die auch. Die haben richtig viel Stuff. Die eine Produktionsinsel ist gut, aber die ist jetzt langsam echt voll. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die ist langsam echt voll. Wieso hast du eigentlich nur drei Felder, wenn ich fragen darf? Hat das irgendeinen Sinn? Ich glaube nicht. Da habe ich schon wieder irgendwie einen Mist zusammengebaut. Man kennt's. Man kennt es. Die Trauer ist groß. Mittelgroß. Normal groß. Ich finde es immer beeindruckend, wie ich es spontan am Anfang geschafft habe, wirklich eine der größten Inseln mit auszuwählen. Wir hatten ja am Anfang keine feste Insel, sondern sind rumgefahren. Und ich habe das irgendwie instinktiv richtig gemacht. Ein bisschen stolz. So, die Leute steigen auf. Cool. Das macht mich natürlich froh und glücklich. Jetzt werden wieder Gesandte ein noch ausziehen. Du bist nur ausgeglichen, weil du dich nicht waschen kannst. There is no washing available. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Ich habe ein Haus zu viel getötet. Ups. Ich habe nicht genug Baumaterial. Ups. Ich hab's nicht genug Baumaterial. Was fehlt denn? Holz. Again! Es ist immer das Holz. Die Häuser sehen übrigens wieder gut aus. Die wurden repariert. 4000 plus durch diese Insel. 10.000 Gesandte, 7.500 Adlige. Ja, das ist eigentlich ja das Projekt, was ich machen müsste. Ich müsste eigentlich alles, was ihr produziert, wegkanten und was ihr produziert, wegkanten und auf andere Inseln verlagern. Und dann hier rüber schiffen. Das wäre eigentlich das, was ich machen müsste. Der Kaiserdom ist schon da. Boah, ist das ein großer Bereich, ne? Ist das riesig. Also wenn man sich das jetzt hier mal so anguckt, den Wein müssten wir verlagern, Glas müssten wir verlagern, die Rinder müssten wir verlagern. So schwer ist es nicht, weil man muss es halt durchziehen, ne? Hier müsste noch mehr Brot und Bier produziert werden. Und alles andere. Brotbier und alles andere. Das ist halt dadurch, dass es wirklich die Nachbarinsel ist, ist die prädestiniert dafür, alles zu produzieren da, weil das so ein kurzer Weg ist. Eigentlich bräuchten wir halt deswegen auch noch Waldesruh ebenfalls. Aber das können wir uns nicht leisten. Röschenhof ist gewachsen. Röschenhof ist gewachsen. Ist jetzt auch auf der zweiten. Also hat jetzt auch 6 von 8. Wie heißt diese? Das hat so einen Namen, diese komische Rose da, dieses Symbol. Die habe ich jetzt aber vergessen. Aber ihr braucht jetzt trotzdem nicht mehr, oder? Nö. So, ihr kriegt jetzt euer Bader. Ach, es sind 40, nicht 30. Ich bin doof. Aber es sind alle dann bedient. So schön, oder? Ich warte das jetzt ab. Ist mir egal. Ich warte das jetzt ab. So viel Zeit muss sein. Okay, nix. Wir warten das ab. 10 Datteln. Uiuiuiui. Entschuldigung. Da ist mir das Handy doch glatt aus der Hand gerutscht. Also meine Handys, die haben es auch wirklich schwer. Wer bei mir Handy sein will, muss viel aushalten. Oh, es steht. Wunderbar. Und sofort sind sie glücklich und ziehen weiter ein. Deswegen, ich muss, glaube ich, auch hier eins. Obwohl, hier sind sie voll, 25. Aber wenn sie kein Badehaus haben, sind sie einfach nur unglücklich.
Und ich labe mich ja an dem Unglück anderer Leute. Ist ja klar. Er ermöglicht es, Rats in gegnerischen Städten zu sichern, sofern der betreffende Mitspieler die Stufe erreicht hat. Verringert das Cooldown. Den Cooldown, das macht mir nichts. Das ist die Kosten. Die müssten. Ermöglicht es, kleine Kaufmannskorken zu bauen. Hafenwehrtürme. Ich glaube, ich kann die sogar noch mehr. Vergrößert die Hilfsflotte. Das ist, glaube ich, wenn du mit denen irgendwie einen Deal hast, wahrscheinlich, oder? Erhöht die Wassermenge aller Norias. Erhöht die maximale Erfolgswahrscheinlichkeit von Tributen. Senkt die Anzahl der Gesandte je zusätzliches Handelsprivileg. Praktisch. Stimmt. Ich weiß nicht so genau wofür, aber... Huch. Hallo. Ich will dahin zurück, wo ich war. Dankeschön. Wir geben hier noch schnell das Zeug aus. Verbessert großes und kleines Handelsschiff. Oh, ist gekauft. Erhöht das Schiffslimit der Flotte um plus 5. Ich wusste nicht, dass ich ein Schiffslimit habe. Erhöht die Trefferpunkte aller zivilen Gebäude. Nö, das ist nicht so attraktiv. Ich glaube, wir haben schon das Beste ausgewählt mit unserem Ruhm. Sehr schön. Ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Abonniert den Kanal, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge online geht. Anno gibt es immer samstags um 15 Uhr. Und ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Könnt mich auf Twitch auch besuchen, twitch.tv/aufbau-anne. Gibt es Live-Content mit mir. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.